Hallo und herzlich willkommen zum neuen Abenteuer im Phantasos Studio, eurem Miniaturen-Bemalservice aus Wiesbaden und herzlich willkommen, Dennis. Hi. Ihr wundert euch wahrscheinlich, wie das jetzt hier alles aussieht und was hier gerade los ist. Wir sind heute mal zur Abwechslung in den Dungeon hinabgestiegen. Eigentlich nicht, sondern der Hintergrund ist der, wir probieren mal zur Abwechslung ein bisschen was Neues, sowohl was hier das Setup, das Aufsehen angeht, als auch ein neues Format, von dem wir gar nicht wissen, wie es letztendlich heißen wird. Genau. Wir sprechen so ein bisschen über das Thema alte Tabletop-Spiele, alte Tabletop-Regelwerke und wir sind noch am Überlegen, Retro-Archiv, Retro-Classics. Wir wollen so ein bisschen versuchen, wir sind alte Männer und schauen uns alte Regelbücher an, Vibe so ein bisschen vermeiden, auch wenn ich es jetzt ausgesprochen habe. Ja. Aber wir wollen einfach mal so ein bisschen in die Vergangenheit des Tabletops zurückgehen, in die, nicht direkt Anfänge, wobei vielleicht gehen wir auch irgendwann mal in die Anfänge zurück, weil mittlerweile gibt es da schon jede Menge der Kram, der erschienen ist, so in den letzten 30 Jahren. Ist nicht Warhammer-Jubiläum sogar demnächst, nächstes Jahr, 30 Jahre oder Warhammer-Fantasy? Irgendwas in der Richtung ist da. Aber heute soll es nicht um Warhammer-Fantasy gehen, sondern heute mit dieser Pilotfolge soll es um Der Herr der Ringe, die Gefährten gehen. Das ist das allererste Herr der Ringe Tabletop-Regelwerk von Games Workshop gewesen, aus dem Jahre 2001. Das heißt, wir sprechen jetzt auch schon wieder von einem 20 Jahre alten Regelwerk. Und der Dennis und ich, wir wollen uns das heute gemeinsam mit euch einfach mal ein bisschen ansehen. Wir wollen da so ein bisschen durchblättern und die ganzen Besonderheiten und die Kuriositäten dieses Regelwerks mit euch ein bisschen genauer anschauen einfach. Wenn da jetzt draufsteht 2001, also auf der Rückseite des Buches, kann man davon ausgehen, die Regeln sind wahrscheinlich irgendwann von 2000 oder so geschrieben worden. Das ist also eines der frühen Herr-der-Ringe-Regelwerke. Das allererste von Games Workshop, um genau zu sein, ja. Wie sieht's denn bei dir aus, Dennis? Hast du mit dem Regelwerk Herr-der-Ringe angefangen? Ja. Echt? Tatsächlich. Das war in der grünen Box, war das drin, genau, wenn du noch weißt. Genau. Richtig. Das war ja diese kuriose grüne Herr-der-Ringe-Box, also die erste Herr-der-Ringe-Box, die damals zum ersten Herr-der-Ringe-Film Die Gefährten erschienen ist. Das war dahingehend ein Kuriosum, weil der Inhalt der Box überhaupt nicht zusammengepasst hat. Es waren Hochelben des zweiten Zeitalters drin, genau, und Krieger von Gondor aus dem zweiten Zeitalter. Und die waren dann gemischt mit Moria-Goblins aus dem dritten Zeitalter. Ja. Da lagen mal eben 3000 Jahre Mittelerde-Geschichte dazwischen ungefähr, ein bisschen mehr. Es war eine kuriose Kombination. Gut, die Goblins in Moria, man kann sagen, die sind mit Sicherheit auch schon 3000 Jahre vorher irgendwie rumgelaufen. Aber so vom ganzen Look and Feel war das halt so, wir hatten die Figuren aus dem Prolog von Die Gefährten und dann hatten wir eben die Goblins aus Moria, das war ein bisschen lustig. Und dazu gab es dann eben, zu dieser Box war dann dieses Regelwerk mit dabei, Der Herr der Ringe, Die Gefährten. Ich habe erst mit der Box danach angefangen. Mhm. Das war das rote Regelbuch, also ein Jahr später. Das war Die zwei Türme. Genau. Mit den Uruk-hai und den Kriegern von Rohan. Da hat es schon wieder ein bisschen besser zusammengepasst. Da hat auch thematisch der Inhalt des Regelbuches besser zusammengepasst. Hier merkt man schon, dass dieses Regelbuch in der Zeit entstanden ist, wo auch Games Workshop nicht so genau wusste, wie wird das am Ende alles aussehen. Wahrscheinlich war der Film noch so in der Mache, dass sie auch nur irgendwie Stock-Footage an Bildmaterial bekommen haben, das sie dann halt verwenden konnten. Deswegen, wir schauen einfach mal rein. Wir gucken mal, dass es auch klappt mit unserer schönen zweiten Kamera. Ihr seht das Buch ja hier. Wunderschön. Es ist ein Softcover-Buch. Und wir schlagen es jetzt einfach mal auf, blättern das der Reihe nach durch. Und ich werde es so im Einzelnen mal drehen, wenn ich ein paar Sachen zeigen möchte. Aber hier seht ihr auch im Endeffekt hier auch sehr, sehr schön, wie saftig grün das hier erstmal alles ist. Oh, ne? Yeah. Und was auch eine Sache ist, die super, super schön ist, sie haben gleich zu Beginn diese tollen Dioramen gebaut. Da haben sie sich wirklich echt Mühe gegeben. Ja. Am Anfang Szenen aus den Büchern tendenziell eher nochmal kleine Dioramen zu bauen. Sogar aus dem Film. Also es wird später sogar noch Referenzen gezogen, da sind auch Filmfotos mit drin. Sehr, sehr schön, die Herr-der-Ringe-Banderole. Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht jede Seite einzeln durch. Um Gottes Willen. Das brauchst du. Apropos einzeln durchgehen. Das Regelwerk hier hat 125, 126, 128 Seiten. Ich weiß gar nicht, wie viel das aktuelle Herr-der-Ringe-Regelwerk hat. Ich gehe davon aus, mehr.
deutlich mehr. Kommt drauf an, was drin ist. Also wenn es nur noch die Regeln sind, wahrscheinlich weniger. Was mir direkt auffällt, ist, ja, wir haben den Inhalt. Genau. Ah, da geht's los, genau. Der Herr der Ringe von Rick Priestley. Jetzt bin ich aber überrascht, war nicht Alessio Cavatore derjenige, der eigentlich die Herr der Ringe-Regeln geschrieben hat? Nein. Nein. So habe ich das abgespeichert, dass es eigentlich Alessio Cavatore ist. Der hat später viel gemacht damit, ja. Das muss geklärt werden. Ich bin gerade verwirrt, weil für mich ist Alessio Cavatore der Schreiber der Herr der Ringe-Regeln. Ja. Dass jetzt hier Rick Priestley drin steht, absolutes Warhammer-Urgestein von Games Workshop, wundert mich doch sehr. Aber Alessio Cavatore steht hier auch überhaupt nicht drin. Nee, bisher. Der hat zu der Zeit noch gar nicht für Games Workshop gearbeitet. Hier bricht gerade schon wieder eine Welt zusammen für mich. Das sind 20 Jahre alte Erinnerungen, die wir haben. Ja. Sehr, sehr schön. Wir haben, oh, guck mal hier. Hier unten sind auch noch gleich die Darsteller des Herr-der-Ringe-Films noch erwähnt. Elijah Wood, Sean Austin, ja, aha, Billy Boyd, Ian McKellen, Viggo Mortensen, das ist ja sehr nett. Und ja, Buchdesign, Produktionsdesign, bla, Miniaturen, Bemaler, Geländebauer sind gesondert erwähnt worden. Das da kommen auch, wir später noch dazu. Ja, ah, hier, Spielentwicklung, Alessio Cavatore, da steht er drin. Ja. Siehst du, er ist auch als allererster. Andy Chambers ist noch dabei. Und, ach guck mal, der Argus Neugebauer, das ist ein Deutscher, den kenne ich sogar. Alan Perry, Michael Perry, das sind die ganzen Urgesteine. Ich wusste gar nicht, dass der Argus, dass der da dabei war. Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass keiner von denen mehr bei Games Workshop arbeitet. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Ist Gav Thorpe, ist der noch dabei? Jake Thornton? Nee, Jake Thornton ist, glaube ich, auch nicht mal bei Games Workshop dabei. Nee. Gell? Wahnsinn, vielleicht fällt es euch ja ein, was die Namen angeht von den GW-Urgesteinen. Kommen wir direkt mal zum Einstieg. Der Herr der Ringe Tabletop-Spiel. Mittlerweile heißt es ja der Herr der Ringe das Mittelerde-Tabletop-Strategiespiel. Egal. Strategiespiele Mittelerde? Ja, stimmt. Strategiespiele. Nee, das war das die Heldreihe? Ich weiß nicht. Gut. Wir wollen jetzt auch gucken, dass wir nicht unbedingt jetzt hier anfangen, uns über diverse Sachen lustig zu machen, aber schaut euch mal dieses Bild an. Der Klassiker. Tabletop-Spieler im Jahre 2001. Das ist schon ein hartes Bild. Ja. Also, vor einem harten Szenariotisch. Der Tisch ist geil, da kann man echt nichts sagen. Also, das ist ein krasser Szenariotisch. Das ist ja auch der Tisch mit dieser Furt und so weiter. Wahrscheinlich die Flucht. Von Bree oder genau, aus für über Bree. Ja, aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch uns nicht über die Leute lustig machen, aber er sieht schon heiß aus. Er hat Spaß, er freut sich. man merkt, dass es Engländer sind, weil die Hautfarbe ist schon deutlich etwas heller. Die sanfte Kellerbräune? Ja, die sanfte Kellerbräune und ganz wichtig graue T-Shirts dazu, weil man will ja nicht zu viel Farbe haben. Ne? Das Grün muss ja hervorstechen. Natürlich. Ja, es ist gemein, aber ja. Hier ist übrigens auch noch, um nochmal auf die andere Seite zu gehen, da ist noch die Telefonnummer der alten Games Workshop Mailorder, die 0211. Ja. Von der deutschen Niederlassung in Düsseldorf, genau. Ja. Gibt es auch schon nicht mehr die Düsseldorfer Niederlassung. Die Games Workshop Deutschland GmbH ist auch schon längst weg. Mittlerweile alles in UK. Ja. Ja, die Deutschland GmbH gibt es schon noch, aber das. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles platt gemacht worden. Geäxt worden. Ich glaube, es ist wirklich, die ganzen Tochtergesellschaften sind weg. Naja, gut. AOL Keyword Lord of the Rings. Gibt es noch AOL Keywords? Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube, das wurde von Google alles gefressen. AOL Keyword. Das ist ja mal spannend, okay. Ja. Naja, legen wir mal los. Einführung in die Spielregeln. Wir blättern teilweise auch mal ein bisschen schneller durch, dass man einfach mal gucken kann. Ja, hier ist typisches Beispiel dafür, die Stock-Footage-Bilder. Ich weiß gar nicht, in welcher Szene die beiden irgendwo mal zu sehen waren. Sagt mir jetzt auch nichts direkt. Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Lothlorien-Szene. Aber sehr schön. Immer wieder Sequenzen. Das soll wahrscheinlich die Wetterspitze sein, kann ich mir vorstellen. Weißt du, wo Aragorn, ich drehe es dir noch in deine Richtung, ja, wo Aragorn die Ringgeister vertreibt und von den Hobbits von der Wetterspitze fernhält. Finde ich sehr lustig, weil das sagt ja dann vielleicht auch schon aus. Es ist natürlich Rätselraten, aber die wussten, glaube ich, damals noch nicht, wie die Szene an der Wetterspitze aussieht, weil das ist ja wirklich nicht einfach so ganz, nur eine Felsenformation. Und das sie war's. Haben sie gebaut, direkt noch im Buch. Ja, später, aber das Foto ist vielleicht von früher erschienen. Ja. Ich weiß es nicht, aber so sieht es halt ganz, ganz interessant aus. Was du da, nettes Gebüsch. Ja. Naja, was brauchst du? Würfel, Maßband, Armee. Oh, der Armeebogen, das ist ganz toll. Der Armeebogen ist sehr aussagekräftig. Ja. Ein Platz zum Spielen, jede beliebige glatte Oberfläche genügt. Ein Küchentisch, eine Tischtennisplatte oder sogar der Fußboden. Das sind so die drei Dinge, die jeder in seinem Haus hat. Ein Küchentisch, eine Tischtennisplatte oder der Fußboden. Oder die Herdplatte. Oder die Herdplatte. Da hat man auch schon gleich Hügel, ja.
Ja, also es werden so ein bisschen die Basics gezeigt, wie man ein Spiel beginnt, wie die Profilwerte aussehen. Die Profilwerte haben sich nie geändert, seitdem es... Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, ja. Kampfkraft, Stärke, Verteidigung, Angriff, Leben und Mut. Na doch, Mut, genau. Ja. Die Profilwerte werden erklärt, also hier hat sich immer noch nichts geändert. Ja, genau. Und dann haben wir natürlich die Profilwerte. Ach ja, da seht ihr das auch. Sehr schön auf der Seite hier. Da seht ihr die Figuren, die damals in der Grundbox drin waren. Die waren aus Zinn, die waren aus Zinn. Es gab nur die Krieger von Gondor mit Schwert und Schild aus Kunststoff. Die Orks waren alles Zinn-Modelle, sind heutzutage super begehrt, super selten. Zahlen die Leute gutes Geld für. Ja, das ist wirklich tatsächlich so, weil die ja mittlerweile dann bei Rückkehr des Königs durch Kunststoff-Orks genau. ersetzt wurden. Die Hochelben mit Speer waren nur aus Zinn, in der Box waren die mit Zweihandwaffe und Bogen ja. dabei. Die hatten genau zwei Posen, die Modelle. Ja. Genauso war das bei den Kriegern von Gondor der Fall. Ja. Hat ja auch immer gut zur Filmszene gepasst, ne? Dieses ja. Rank and File. Wie und was ich, ja, und was ich sehr schön finde, hier die Moria Goblins, das sind alles besondere Zinn-Modelle. Das jo. Sind alles Zinn-Modelle, die so nicht in der Box drin waren. Die Kunststoff-Moria-Goblins sahen anders aus. Genau. Übrigens auch sehr schön schwarze Base mit grünem Sand, weißem Sand, braune Base mit Gras, braune Base ohne Gras. Also das hast du heute auch nicht mehr bei GW. Heute gar nicht mehr. Das eigentlich tendenziell, zumindest innerhalb von der Armee ist es eigentlich. Nee, sie haben es ja generell basic. Es ist ja, du hast ja mittlerweile immer diese braune Base mit dem Trockenbürsten, mit ein paar Tupfs drauf. Und das ist ja Standard mittlerweile fast überall, ja, bei jedem System. Ja. Aber so auf einer Seite das so zu haben, never ever. Genau. Never. Ja, gehen wir mal weiter. An sich hat sich von den Spielregeln her nicht viel geändert. Ihr seht halt diese alten Fotos. Das waren so diese typischen, gerade hier der Gandalf, das ist halt so ein klassisches Profilfoto, womit man halt dann die Figur im Film zum ersten Mal so ein bisschen beworben genau. hat. Also da haben sie drauf Zugriff gehabt. Ja, viele der Figuren wurden ja auch designt, passend zu den Fotos. Genau. Ja, dann, damit der Wiedererkennungswert auch höher ist und die Leute das eher kaufen. Ja. Wie gehen es auf die Spielregeln? Gehen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail ein. Wir müssen jetzt nicht erklären, wie die Spielregeln im Einzelnen funktionieren. Ja. Was ich sehr, sehr schön finde, ist maximale Bewegungsreichweite. Da haben wir halt Mensch, Hochelb, Waldelb, Hobbit, Zwerg, Ork, Moria, Goblin, Uruk-hai, ja. Höhlentroll. Es läuft alles 6 Zoll, außer Hobbit und Zwerg. Und der Moria Goblin läuft auch noch 5 Zoll. Aber die Tabelle ist natürlich sehr, sehr lustig. Und dann haben wir noch hier diese Umrechnung. Die gibt es heute nicht mehr, gell? Nee. Früher hat Games Workshop in den Regelwerken immer zwei Maßeinheiten gehabt. Sie haben immer in Zoll und in Zentimeter das Ganze aber gemacht. Aber nur für Herr der Ringe? Das war nur für Herr der Ringe? Nur für Herr der Ach, Ringe. Ach du meine Güte. Ja, stimmt, für die Zugänglichkeit. Ja. Herrje. Und es war dann, 6 Zoll sind 14 Zentimeter, passt glaube ich nicht so ganz. Naja, du hast mit Zoll immer gewonnen. Ja, stimmt. Weil deine Truppen schneller waren. Und da musste man sich vorher im Spiel einigen, hey, spielen wir mit Zoll oder mit Zentimeter? Ja. Und wenn der eine mit Zentimetern gespielt und der andere mit Zoll gespielt hat, dann war der mit Zoll halt tendenziell schneller als der mit den Zentimetern. Richtig. Gell? Musste man sich dann entsprechend drauf einigen. Ja, es ist eigentlich sehr, sehr lustig. Stimmt, herrje, diese maximale Bewegung über offenes Gelände. Ja, bei den Spielzugabfolgen war halt cool, das war das erste Spiel von Games Workshop, wo es dann auch tatsächlich eine Initiativreihenfolge gab. Das heißt, man hat zu Beginn eines Zuges ausgewürfelt, wer als erstes dran ist. Stimmt, da gab es diesen einen, da gab es so einen Initiative-Marker, glaube ich. Das war nicht der Ring, das war noch so eine Es war tatsächlich ein Plastikring. War das der Ring? Ich dachte, der kam erst später. Ich dachte davor, wäre diese... Den haben sie wiederverwertet. Wäre so eine platte Marke gewesen, dass man nee, Initiative war so ein Plastikring, wechselt. Den du auch bemalen konntest. Das haben viele gemacht sogar. Ich habe den, die Sache sehr gemocht, dass ja die Initiative immer... Genau, man hat ja gewürfelt, wer die Initiative hat in der Runde, bei Gleichstand hat sie gewechselt. Richtig. Also den Mechanismus fand ich eigentlich ganz gut. Bei den vorherigen Spielen war es noch so, dass... nur der Spielbeginn ausgewürfelt genau, wurde. Einmal ausgewürfelt und dann wurde es ständig gewechselt. Jawohl. Bei Herr der Ringe war es dann. Ist immer noch so, ne? Ja. Ja. Aber war damals revolutionär. Definitiv für Games Workshop, ja. Ja, gehen wir mal weiter hier durch. Und in den Läden wurde man dann auch angehalten, in Zentimetern zu spielen, damit sich das noch mehr von den anderen Spielsystemen abhebt. Ach ja, gut, du kannst natürlich... In der Zeit warst du in einem Games Workshop-Laden, gell? Hast da gearbeitet und hast diese Demospiele gemacht, ja. Genau. Sehr, sehr schön. Die waren sehr einseitig, sehr eintönig und da
schon irgendwie fantastisch. Ah, ich erinnere mich noch, Barrieren verteidigen, das war immer ein komisches Hin und Her, was das angeht. Ja. Immer relativ unklar, es wurde in jeder Regeledition irgendwie ein bisschen angepasst, geändert. Arten von Hindernissen, eine Mauer, Barrikade, Hecke, Zaun oder ähnliches, ein Graben, ein schmaler Strom oder eine Erdspalte, ein großer, dichter Busch oder Strauch. Ein größerer Fels- oder Steinhaufen, das ist sehr süß. Ein Heu- oder Misthaufen ist auch ein Hindernis. Mhm. Ja. Übrigens sehr schön hier, auch mit dieser flachen, grünen Heide, die da wirklich ist. Mit der einsamen Hecke drauf, ja. Sowas gibt es auch nur in England. Ja, ja. So, dann, ich glaube, die Szene hier oben mit Gandalf, der durch den Schnee läuft, auch, das ist auch eine Szene, die nie in einem Film zu sehen war, glaube ich. Ja, Regeln für Fortgeschrittene. Ich glaube, eine Klettertabelle. Ja. Genau. Ja. Da hast du dann gewürfelt, ob er sich nach dem Klettern hinlegt oder ob er es tatsächlich über das Hindernis schafft oder gar nicht, was auch lustig war. Ah, das ist schön. Regeln für Fortgeschrittene, ja. Ja. Wenn du noch nie zuvor ein Herr der Ringe Tabletop-Spiel gespielt hast, solltest du diese Regeln fürs Erste ignorieren. Du kannst dich immer noch später mit ihnen beschäftigen, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast. Das ist doch nett. Also klettern, ja. Boden werfen, kriechen und so weiter. Genau. Da die Tabelle... Die hat sich, glaube ich, nochmal geändert. Ne? Schadenstabelle? Die Schadenstabelle, ich glaube, da gab es irgendwann Anpassungen später, in den höheren, ja, Bereichen. Genau, später, ja. Auch hier wieder die Reichweite von Schusswaffen. Ja. Ist auch unterschiedlich. Auch wieder in Zoll in Zentimetern. Ja. Das ist schön, dass ein Orkbogen nur 42 Zentimeter weit schießt. Ein Bogen 56 Zentimeter, ein Ellenbogen aber auch 56 Zentimeter. Aber die Waffenstärke des Bogens liegt bei 3. Ja. Das ist auch schön. Ja. Da haben sich die Elben immer besonders gefreut. Genau, ja. Dass ihre Bögen dann doch besser sind, aber letztendlich spieltechnisch. Da gab es noch keine Wurfwaffen, ne? Nee, die kamen erst mit dem zweiten dazu, wo du dann Wurfspeere hattest, genau. Von Rohan. Ja. Ja. Oder Steine werfen konntest und so ein Zeugs. Dann die Nahkampfphase, ganz wichtig, das Aufteilen in die verschiedenen einzelnen Kampfgruppen. Sehr schön mit diesen Linien hier. Mhm. Ist das. Was ist denn hier hinten da? Ist das irgendwie einfach nur hingestreut? Das ist so hingestreut, genau. Also die spielen das auf dieser Szenarioplatte. Ist klar festgeklebt, aber es ist dann halt gezielt drauf gestreut. Ja, noch die Schadenstabelle im Nahkampf war dieselbe wie im Fernkampf. War nett, dass sie die auch nochmal abgedruckt haben. Ich habe ja hier den großartigen Fehler damals gemacht, als wir das Herr-der-Ringe-Ding zum ersten Mal gespielt haben. Wie gesagt, Anfang 2000. Mhm. Da war ja die Regel, es kämpft immer einer gegen eins, genau. Oder mehrere gegen einen. Das heißt, da hat man diese Gruppenaufteilung gehabt. Richtig. Und wir haben dann halt einfach in der Bewegungsphase bei unserem ersten Spiel liefen alle Elben und alle Moria-Goblins aufeinander. Und dann haben wir halt gedacht, ja gut, und jetzt ist ja alles miteinander verknubbelt. Und anstatt dann zu sagen, okay, das trennt sich halt jetzt in Einzelkämpfe, haben wir dann einfach alles gegen alles gewürfelt. Das heißt, die Elben haben dann 10 Würfel genommen und die Moria-Goblins haben dann 10 Würfel genommen und dann wurde halt geguckt, wer hat die höhere Zahl gewürfelt und bei einem Gleichstand gewinnt der mit der höheren Stärke, genau. Genau, die Kampfkraft, Kampfkraft, ja. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn 10 Elben würfeln und 10 Moria-Goblins dann würfeln, gewinnen immer die Elben? Die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Elben eine 6 dabei ist, ist relativ groß oder dass auf beiden Seiten eine 6 dabei ist, ist relativ groß und so gewinnen dann eigentlich immer. Es hat nicht so ganz funktioniert. Wir haben das auch dann später irgendwann gemerkt, dass das irgendwie Blödsinn ist. War aber ein lustiges System, fand ich, so für den Kampf selbst. Dass du halt eine kleine Gruppe hattest, dann hast du gewürfelt und der Einzelwurf in der Gruppe, der am höchsten war, hat dann für die Gruppe entschieden. Ich fand das schon irgendwie interessant, hat es aber auch unglaublich in die Länge gezogen. Es funktioniert bei Skirmish mit, ich sag mal, einer Handvoll Modellen auf jeder Seite. Lass es 10, 15 Modelle pro Seite sein, funktioniert das super. Aber dabei ist es nicht geblieben. Aber hier sind wir noch in den Anfängen. Ja. Also wir reden hier, wenn ich mal so ein bisschen zurückrechne, wir reden hier von Spielen, die vielleicht mal so im Bereich von 200 Punkten oder sowas stattfinden. Ja, wenn ein Held dabei ist, ein bisschen mehr, aber man hat hier ein paar hundert Punkte maximal auf jeder Seite. Ja. Ja, meistens war es ja so, die Leute, die es gespielt haben, dann auch in den Läden, das war dann halt nicht mit szenariotechnisch irgendwie getan und mit 12 Figuren pro Seite, sondern das war dann so, ja, ich habe das gekauft und ich benutze das jetzt. Und dann haben die sich halt tatsächlich stundenlang an den Spieltischen, diesen Szenariotischen von Games Workshop, und dann war das ja auch ausgewürfelt und ausgeprügelt. Ich kann mir vorstellen, weil da ja auch viel so mit Felsen und so weiter war, dass dann die Leute sich auf engstem Raum ewig lange Kämpfe und Duelle geliefert haben. Man muss sich das ja auch dann so vorstellen, gerade beim Herr der Ringe, wenn dann da irgendwie mal 30, 40, 50 Modelle auf jeder Seite stehen, dann ist es ein langweiliges
Okay, wer gewinnt? Ja, ich gewinne. Okay, ich würfel zum Verwunden. Ja, nee, hat doch nicht geklappt. Okay, 2 Zentimeter zurückbewegen. Zurück. Nächstes Modell. Es war ein sehr, ein Abnutzungskampf auf der Stelle. Ne? Ja. Ja. Und auf der Zeit. Oh Mann, ja. Irgendwann dann, oh, ich muss aber jetzt echt nach Hause, schon spät. Ja. Gerade dann, als später Helms Klamm dazu kam. Oh. Regelwerk, kurz mal Regeln für Fortgeschritten. Ich dachte, die hätten wir hier schon. Das war nur so ein Anriss. Ein Anriss, ja, ja. Sind ja auch hier alles. Das Boden werfen und so weiter. Ja. Okay. Da geht's dann nochmal mit den... Ach, guck mal. Ja, die ja. Mutregeln. Die Mutregeln. Die Mutregeln waren am Anfang im Herr der Ringe eine ziemlich lustige Sache. Mittlerweile ist es ja so, wenn Mutregel erforderlich ist, gerade wenn sich die Armee auflösen. Oder oft ist es ja so, das Spiel wird beschleunigt, Mut verpatzt, das Modell wird vom Tisch genommen. Genau, rennt weg. Ist auch bei Age of Sigmar, glaube ich, teilweise so. Mhm. Oder 40k, Moralwurf, verzockt, Modell weg, das Spiel muss beschleunigt werden. Mhm. Bei Herr der Ringe war es am Anfang noch so, wenn ein Modell seinen Muttest nicht geschafft hat, musste es sich zu Beginn seiner Aktivierung seine volle Bewegungsreichweite vom Feind wegbewegen. Genau. Die haben sie Stück für Stück zurückgezogen. Genau. In der darauffolgenden Runde musstest du wieder einen Muttest machen. Und wenn du den Muttest geschafft hast, konntest du dich wieder hinbewegen. Ja. Aber dann musstest du den Muttest in der darauffolgenden Runde wieder machen. Dann hast du dich wieder wegbewegt. Genau. Dann war das so ein... Die Modelle sind einfach nur noch hin und her gerannt letztendlich. Und du musstest was für sie tun. Also ja. Du konntest nicht einfach sagen, nimm sie weg, sondern... Genau. Aber es war furchtbar. Ja. Ja. Also das... Man sieht es an alten White Dwarf-Spielberichten aus der Zeit... Wenn dann gerade die Herr-der-Ringe-Spielberichte irgendwann so in Runde 30 bis 50 oder sowas dann gehen, also ewig lange Runden ja. Und in den meisten Fällen dann nur noch erwähnt wird, ja, die und die Modelle sind geflohen, wieder zurück, die spielten dann keine Rolle mehr. Ja. Mhm. Genau, die Rückzugsbewegung, da waren die Mutregeln. Ja, bei Helden hat sich prinzipiell nichts geändert, ne? Ja, außer dass Willenskraft und Schicksal sozusagen ja mit benutzt wurde, was für Zauberei ja, und Schutzwürfe benutzt worden genau, ist. Aber das war alles da auch schon drin mit den heroischen genau. Taten. Mittlerweile gibt es da sehr viel mehr, gerade diese heroischen Taten. Ich finde immer noch, heroisches Schießen finde ich immer noch ist ein schöner Begriff. Das waren coole ja. Sachen, weil du konntest deine heldenhaften Punkte einsetzen, um dem Gegner irgendeine Aktion vorwegzunehmen. Ja, wenn er jetzt sagt, ich möchte hier mit Lurz auf deinen Hauptmann schießen oder auf deinen Banner, dann hast du einfach einen heroischen Schuss angesagt mit Legolas oder einem anderen Helden und hast dann halt einfach mal mit ihm und allen Modellen, die sich ja im Umkreis von ihm befanden, ja, ja, das einfach war... mal Lurz über den Haufen geschossen oder sowas. Und die Modelle hatten ja wenig Punkte, also da ja. Hattest du ja mal 3 Punkte Heldentum oder sowas. Das heißt, die Aktionen mussten auch wirklich gut getimt werden. Genau. Trotzdem finde ich den Begriff des heroischen Schießens oder heroischen Bewegens nicht irgendwie sehr schön. Ja, ich bewege mich auch stets heroisch. Ja, ja immer aufrecht, Kampf. Schultern hoch. Und dann... ja, genau. ja, dann gab es so ein Waffenkapitel, Klingenbögen. Stimmt, die Orks hatten immer Klingenbögen. Das yep. Sie zählten dann als mit Nahkampfwaffe bewaffnet. Modelle, die damals keine Waffe hatten. Hatten keine. Haben dann, glaube ich, -1 auf ihren Würfelwurf bekommen. Richtig. Weil die Orks Klingenbögen hatten, haben sie diese -1 nicht bekommen. Das ja. War das Besondere. Und zweihändige Waffen haben auch -1 bekommen. Aber +1 auf den Verwunden. Ja. Genau, ja. Oh Mann, ey. Gut. Ihr seht aber auch, es ist eine krasse Textwüste, wenn wir jetzt mal schauen. Also bam, 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 das ist brutal viel Text. Hier werden beschrieben, was denn Schilde sind, wie sie sich verteidigen können, wenn sie auf dem Boden liegen, wenn ein Modell Waffen aufnimmt. Also sehr kleinteilig halt. Ja, ne? Was man machen brutal. Kann, wenn man mit einem Speer hinter einem Typen mit einem Schild steht. Ach, hey, ja. Sachen und mit einer Pike hinter dem Speer, ja. Hinter dem Schild. Ja. Und dann sind wir auch schon durch. Wir haben... Trotz der allen Textwüste haben wir ungefähr 30 Seiten Regeln. Ja. Ja, ja. Aber sehr detailliert und sehr... Sehr detailliert, ja. Heute würde das wahrscheinlich einfach auf 2, 3, 4 Seiten oder so drauf passen. 2 höchstens. Ja, ja. Aber da schon sehr brutal. Ja, ja und dann haben wir hier die schöne Karte. Die Karte, jeder, der mit den Filmen groß geworden ist, Anfang der 2000er, kennt diese Karte. Und also ich hatte sie auch in irgendeiner ja. Form bei mir mal im Zimmer an der Wand hängen. Du auch? Komm. Nein. Nein? Komm schon, bis zu. Nein. Nicht? Nein. Oh, okay. Ich hatte sie auf dem Computer laufen. Ja, aber diese Karte, eines der meistverkauften Herr-der-Ringe-Poster, glaube ich, überhaupt. Schön, guck mal hier, die eingedeutschten Namen, weil die Karte ist ja hier auf Englisch, die eingedeutschten Namen der ganzen Kartenbegriffe. Dinge, die die Welt nicht braucht, ja, aber wir machten sie da einfach. Haben sie eine Seite. Ödland ist dann The Wold. Oder die dürre Heide ist The Withered Heath. Mhm. Muss man wissen. Ja, könnte man auch gleich ein bisschen Englisch lernen. Schön, ne? Ja. Welches ist der Wille des Ringkriegers? Auch sehr schön, dass immer die Fotos teilweise noch so Zitate ja, diese Quotes.
irgendwelche Zitate, genau. Ja, muss man gleich mal gucken, kommen bestimmt auch schöne Sachen. Ja. Dann ging es an die, wir haben übrigens nochmal die Bewegungstabelle, wir hatten sie am Anfang schon, jetzt haben wir sie wieder. Ja. Dann ging es an den Armeebogen und haltet euch mal jetzt fest, weil der Armeebogen, der ist, naja, kommt. Soll ich ihn schon zeigen? Na, heb ihn noch kurz auf. Noch. Okay, wir merken uns den Armeebogen. Der Armeebogen ist recht kompliziert, sage ich schon mal so viel. damals gab es auch keine App dafür, aber lassen wir uns überraschen. Ja. Ja. Genau, und dann ging es los. Es wurden einfach die Profilwerte, die waren schon alle mit drin in dem Regelwerk. Die Profilwerte wurden dann alle gezeigt. Es gab dann halt alle Figuren, die letztendlich erstmal nur im ersten Film vorkamen. Ja. Genau. Und die hatten dann das klassische Grundprofil, Heldentum, Willenskraft, Schicksal und dann halt Beschreibung. Genau, mit der coolen Ausrüstung, die sie noch hatten dazu. Schöner Kursivtext am Anfang. Damit man ein bisschen Flaverkehrung. Genau, wer weiß, wer Frodo ist, damit man sich dann nochmal beschäftigen kann. Ja. Und dann kann man sich jetzt hier durch die... Ja, vor allem, wenn du mal schaust, ne, hier bei den Fotos von dem Film, so jung sieht er heute nicht mehr aus. Man, das merkt man auch, dass die älter geworden sind, aber definitiv, ja, stimmt. Also, ja, deutlich älter geworden in der Zeit. Er auch, naja gut, er hat ja immer Maske auf. Aber hier, Orlando Bloom. Sieht aus wie heute. Ja. Hat sich nicht geändert. Ach, herrje. Gut. Ja, klar, die Gefährten werden halt gezeigt, ja, als die freien Völker. Gandalf, der Zauberer. Das ist auch so die erste Zinnbox, die du danach verkauft hast oder gekauft hast. Genau, die Gefährtenbox, wo alle neuen Gefährten aus Zinn drin waren. Ja. Ja. Noch ohne Pony, das musste man gesondert kaufen. Richtig. Kam sehr, sehr viel später. Ja. Das sind so schöne Stock-Footage. Also gerade hier auch dieses Bild von, wie er da gerade in das Horn stößt, der Boromir. Nett. Arwen, genau, Elrond trägt ein zweihändiges Schwert. Hatten die Elben nicht irgendeine, nee, die hatten damals noch nicht diese Sonderregel, dass sie mit Zweihandwaffen, oder dass sie einhändig oder zweihändig kämpfen durften. Das weiß ich nicht, ob es damals gab es das noch nicht. Nee. Weil das war ja ein bisschen der Nachteil, dass sie halt die Elbenklinge war damals ein Zweihandschwert. Dieses kurze Elbenmesser, wir schauen es uns mal hier an, das war eine zweihändige Waffe, weil das halt mit zwei Händen hält. Ja. Gab -1 auf den Würfelwurf. Haldir, da gab es ihn schon. Furchtbar hässliches Modell. Ja, vor allem, weil er halt, wie er das Schwert einfach so... Ja. Na gut, er befehlt halt, ne? Ja, klar. Ihr seht auch hier, teilweise sind bei manchen Modellen, wie zum Beispiel Galadriel, Celeborn, jetzt wieder aktuell durch die Ringe der Macht. Ja. da gab es noch gar keine Modelle. Die wurden hier noch gar nicht abgebildet. Die kamen erst später. Gil-galad, der Elbenhauptmann, der obligatorische, das war ein Umbau, den gab es so gar nicht. Genau. Das war einfach nur ein Umbau von Elrond, weil wenn ihr euch jetzt hier nochmal, das ist das Elrond-Modell, da ist Elrond. Und dann der Elbenhauptmann, das ist einfach nur ein Elrond mit einem Elbenkopf drauf und ein paar Haare modelliert, dass das passt. Ja. Da konnte man auch richtig ausrüsten. Zweihändiges Schwert, leichte Rüstung, schwere Rüstung. Ich glaube, das ist auch dann später nicht mehr so gewesen. Aber das ging noch eine ganze Zeit lang weiter mit der Ausrüstung. Auch später dann für einzelne Kriegermodelle kam das ja dann auch. Ihr merkt dann irgendwann, wenn man das guckt, das ist eigentlich ganz spannend, man hat dann hier von Frodo relativ viel Text. Die Sonderregel des einen Rings, na klar, das ist ja der Herr der Ringe ganz wichtig. Wir haben Gandalf, sehr, sehr viele Sachen. Und dann wird es sehr kurz. Ja. Bilbo, Zwergenkönige, Elendil, Isildur, fertig. Da gab es dann auch noch keine Modelle für, die kamen auch später. Ich weiß gar nicht, ob sie später noch im Regelwerk drin sind, aber... Elendil und Isildur auf alle Fälle. Elendil hat Verteidigung 8. Das ist ja mal ein Brett, ey. Ja. Krass, ja. Den hat auch später jeder gespielt. Mhm, der war auch, ja, hallo 333, das war super. Ja. Isildur mit Schicksal 0 war halt immer so ein bisschen gekniffen, weil der konnte ja keinen Lebenspunkteverlust. Ja, wer Ringe der Macht gesehen hat, weiß auch warum. Ach, die Zwergenkönige, das war immer, damals noch war das so, es gab 4 Modelle von den Zwergenkönigen und es gab allgemein immer oft 4 Modellvarianten. Ja. Und man hatte immer 2 zufällige in einem Blister. Genau. Und das war die Hölle, wenn man vollständig sammeln wollte, weil man musste dann immer gucken, hat man das Modell schon oder ist da noch ein anderes Modell mit drin? Und wenn man online bestellt hat, hat man einfach per Zufall die Sachen gekriegt. Das hatte eigentlich noch... Das war noch viel schlimmer. Voll random. Dann hast du 2 Blister Zwergenkönige bestellt, hattest
von den 4 verschiedenen Zwergenkönig-Modellen, die es gab. 3-mal den gleichen im schlimmsten Fall? Genau, und einmal einen anderen, dann musstest du gucken, wo du das gekriegt hast. Das war echt ätzend. Bei den Ringgeistern war, bei den Zwielicht-Ringgeistern war es, glaube ich, auch so. Ja. Es gab ja die Ringgeister noch in ihrer Zwielichtform. Genau. Ja. Wenn er den Ring ansieht und die dann als Geister da rumhuschen sieht. Ja. Das Bilbo-Beutlin-Modell, war das nicht eine Zeit lang nur so eine Sache, die du nur im Laden kriegen konntest, wenn du in den Laden gekommen bist? Bilbo-Beutlin. Das war da, wo er den Ring so in der Hand hatte. Ich glaube, weiß das ja. gar nicht mehr. Ja. Ja, Hauptmann von Gondor, die Menschenkönige, da war auch das Problem eben gegeben, dass es da 4 verschiedene Modelle gab. Gwaii hier, ein Riesenadler. Aus Zinn. Aus Zinn, ja, war eine Box. War stolz. Ich habe mein Gwaii hier bemalt. Ich war ganz begeistert von meinem Gwaii hier. Und der war ja nur auf einem Flugbase. Das war so ein durchsichtiges Flugbase. Und dann brach er ab und die Flügel fallen ab. Nee, das war alles cool. Und ich habe dann das Flugbase, weil ich dachte, der fliegt ja so über die Ebene, habe ich das Flugbase dann unten mit Leim eingeschmiert und habe einfach dann Grasstreu drauf gemacht. Und dann war das Flugbase ultra hübsch. Grasstreu und dann habe ich ganz, ganz begeistert einem Freund von mir meinen bemalten Gwaii hier gezeigt und gesagt, guck mal hier, ich habe den bemalt. Und er guckt sich den so an, den Adler, und sagt, das Base ist schön. Vernichtendes Urteil. Das Base ist schön. Ja, das Base ist schön, ich weiß. Übel. Ja, und dann kommen die Kriegermodelle. Der gute alte Hochelbenkrieger, gehen wir jetzt mal so weit. Waldelbenkrieger gab es auch nur aus Zinn damals. Die waren broken. Ja. Auch eine Szene meines Wissens, gehen wir mal so näher ran, die es nie in den Film geschafft hat. Es gab da, glaube ich, mal eine Szene, dass die Moria-Goblins, weil das sind tote Moria-Goblins, dass die noch die Gefährten aus Moria heraus verfolgt haben und denen noch hinterher sind. Da gibt es auch noch einzelne Szenen aus dem allerersten Trailer, dass man das sieht. Und die sind dann wohl in Lothlorien von den Elben erledigt worden. Und daher ist diese Szene, aber hat es auch nie in den Film geschafft. Ja, die ist auch nicht mal in der Special Nee, Extended überhaupt nicht. Version wahrscheinlich. Oder sie haben es einfach tatsächlich nur so mal für Fotos gemacht und dann nie verwendet. Aber ja. Ja, aber Waldelben waren auch sehr begehrt, was das Spielen angeht. Als Verkäufer habe ich mich natürlich gefreut, weil die Leute dann Zinn gekauft haben. Genau, waren auch 3 Modelle. 3 Modelle in einem Pack. Und dann haben die 20, 30 davon haben wollen. Und für, ich glaube, 15 Mark oder 20 Mark. Ich bin gerade überlegen, 2001, war das schon Euro oder D-Mark? Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Also es war nicht billig. Also ja. Ich weiß, ich habe den Umstieg von D-Mark auf Euro mitgemacht, aber ich glaube, die waren noch in D-Mark. Ja. Ich glaube, die Elben hatten auch keinen, die hatten einfach nur, was steht hier? Hat ein Schwert, eine Handwaffe. Also er hat auch noch ein Schwert. Ah ja, ist ja auch auf dem Modell angezeigt. Ja, Mai, und dann kommen eben die Mächte des Bösen. Da gab es dann eben die verschiedenen Ringgeister, der Haxenkönig, wie er dann mal irgendwann... Haxenkönig, zu dem Regelwerk kommen wir auch irgendwann. Hat sich, glaube ich, nur dadurch ausgezeichnet, dass er das Morgul-Messer hatte und mehr Willenskraft. Ja. Also alle anderen Ringgeister hatten 7 Willenskraft. Und der Hexenkönig hatte 10. Und dieses Morgul-Messer, das er einmal, glaube ich, einsetzen konnte... Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie. Genau, da konntest du einmal benutzen, um halt irgendjemanden zu stechen damit, vorbildlich Frodo. Genau. Wenn der Hexenkönig ein Modell mit 2 oder mehr Lebenspunkten Schaden zufügt, kann der Spieler das Morgul-Messer benutzen. Das Messer darf ein einziges Mal verwendet werden. Danach ist eine tödliche Spitze abgebrochen. Ach, was für ein ausführlicher Text. Der Gegner, der durch das Morgul-Messer Schaden erlitten hat, trägt nun einen Splitter der Klinge in seinem Körper und wird zu Beginn jeder folgenden Spielzug einen Lebenspunkt verlieren, wenn er mit einem Würfel eine 1 wirft. Na, das ist ja auch gut. Also jedes Mal, wenn er eine 1 würfelt, verliert er ein Lebensmittel. Ja, herrje, aber auch der Satz macht irgendwie nicht so Sinn. Ja. Ja, ja. Aber genau, wenn man dann immer eine 1 würfelt, herrje. Also schon sehr speziell und langgezogen. Dann die ganzen Sonderregeln der Ringgeister. Oh, wahnsinnig ja. viel. Ja. Lutz, der, genau, der, oh, halt, bevor Lutz, würde ich noch mal kurz bei den Ringgeistern gehen. Die Zaubersprüche damals, Beherrschung, Wagler und Mut entziehen, waren, glaube ich, die wichtigsten. Ne, schwarzer Pfeil. Den gab es da noch nicht. Nicht? Nein, da gab es noch keinen. Kein schwarzer Pfeil? Nein. Da gab es Lähmen, Beherrschung, Mut entziehen und Willenskraft entziehen. Das war's. Ja. Ja, Lähmung hast du immer gebraucht, wenn die Aragorn auf den Sack ging oder Boromir. Die Ringgeister haben auch immer, genau, und die Ringgeister haben immer Willenskraft verloren, wenn sie kämpfen mussten, gell? Das heißt, die waren nach 5, 6 Nahkampfrunden waren die weg. Ich genau. Kann gut sein, dass die das immer noch so ist. Automatisch verschwunden irgendwann. Ja. Und mittlerweile haben sie ja, glaube ich, teilweise mehr. Ja, Lutz, ein Name, den ich auch heute noch extrem komisch finde. Ja.
Der Urukai-Hauptmann war so... einer der Charaktere, wo ich mich furchtbar amüsiert habe drüber. Ja. Wird voll aufgebaut von Saruman, was er für ein krasser Anführer ist. Und dann gibt es ein 30-Sekunden-Duell, in dem er den Kopf abgeschlagen kriegt, nachdem er sein Schild geworfen hat. Und dann ist das rum. Ich fand es immer so lustig. Sam hatte seinen Pony Lutz. Ja. Und Saruman hatte seinen Urukai Lurz. Das fand ich irgendwie immer dämlich. Ich weiß auch nicht. Allein der Name. Ja. Wahrscheinlich klingt es im Englischen irgendwie besser. Der Balrog mit 250 Punkten. Kein Heldentum. Willenskraft. So viel wie... was? Willenskraft? Wie L pro Wurf. Wie L pro Wurf? Ja, wie Lebenspunkte. Wie Lebenspunkte. Ach so, pro Wurf Anzahl der Lebenspunkte. Und er hat 10 Lebenspunkte. Der Balrog E. Kampfkraft 10, Stärke 8, Verteidigung 10, 4 Angriffe, 10 Lebenspunkte, Mut 7. Ich glaube, der wurde später in den Punkten ordentlich genervt, weil 250 war, glaube ich, relativ wenig. War zahm, ja, der hat später dann 500 gekostet. Ja, irgendwas erinnere ich mich nämlich da auch, weil wenn wir mal gucken, in Aragorn mit 175 Punkten damals, Stärke 4, Verteidigung 5, 3 Angriffe, 3 Lebenspunkte, kostet nur 75 Punkte weniger als der Balrog. Ja. Kann nicht mal die Hälfte. Ja. Der Balrog hat eine Attacke mehr, hat aber mehr als dreimal so viele Lebenspunkte. Deutlich höhere Kampfkraft, deutlich höhere Stärke. Der gewinnt meistens. Ja, ja. Also die Punkte haben überhaupt nicht gestimmt. Das war ein Szenario-Modell. Ne? Ja, genau. Ich finde es übrigens sehr schön auf diesem Bild hier. Die Ringgeister und den Mond, den sie hier im Hintergrund gemacht haben. So, fantastisch, oder? Ja. Allgemein, das ist wirklich diese grüne... Es gab nur diese grüne Landschaft, ne? Es gibt noch ein paar andere. Aber am Anfang hat das hauptsächlich diesen Grün, weil das spielt ja Richtung Hobbingen da oben. Mhm. Und das ist ja dann hauptsächlich grüne Heiden und... Ja. Ja, bei den Bösen seht ihr auch schon deutlich weniger Helden, also den Balrog, Saruman, dann gibt es noch die Hauptleute und das war's und dann gab es halt die Krieger des Bösen, der Moria-Goblin mit seinen 4 Punkten, der Ork-Krieger mit seinen 5 Punkten, das waren auch gute Orks. Ja. Urukai, der Höhlentroll, auch noch kein Modell zu sehen. Ja. Und das war's. Und dann das war noch die damals auch noch die strikte Politik, dass in dem Buch nichts abgebildet wird, was... wo es noch kein Modell zugab. Kein Modell zugab, ja. So, ich will mal ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben jetzt die Szenarios. Es gab ja dann später diese Bücher dann, die Gefährten, die zwei Türme, Rückkehr des Königs, wo man dann wirklich die Geschichte als Kampagne nachspielen konnte. Genau. Ich glaube, die Bücher sind sogar zweimal erschienen, wurden noch mal ein bisschen überarbeitet. Ja, ja, ja. Und da konnte man wirklich eine tolle Kampagne spielen. Hier hat man Durchbruch nach Gondor als Szenario, was dabei ist. Ah, hier sind sogar 500 Punkte pro Seite. Und damals gab es noch diese Ein-Drittel-Regel, dass maximal ein Drittel der Armee aus Fernkämpfern bestehen darf. Genau. Ich glaube, Elben hatten da irgendwie eine Sonderregel, dass da die Hälfte aus Fernkämpfern... Da ist es rausgefallen, die durften das ignorieren. Ja, ja. Ja. Aber das kam auch erst später, wo dann die Dunedain dazu gekommen sind und die Elben-Ranger und alles. Was ich sehr schön finde, weil also gerade dieses erste Szenario, Durchbruch nach Gondor, dann gab es hier, das war einfach die Karte. Ne? Und das Ganze wurde gespielt auf... 36 Zoll Breite und die Länge ist dann nicht weiter definiert. Ja. Ja, na gut, dann ist das so. Was haben wir denn da? Beteiligte 12 Menschen, 4 mit Speer, 8 mit Schwertern. 4 mit Speer musste man sich dann schon im Blister kaufen. In einem Blister waren maximal 3 Modelle drin. Richtig, das heißt, man hat zwei Blister gekauft. So wie 24 Moria Goblins, die waren in der Grundbox drin. Genau. 8 mit Schwertern, 8 mit Speer, 8 mit Bögen. Das passt. Das waren diese Gussrahmen. Genau. Wenn du nur Elben aus der Box Krieger von Mittelerde oder die Gefährtenedition des Grundspiels besitzt, kannst du diese vorerst als Menschen einsetzen. Ja, das bringt dir aber auch tendenziell erstmal nichts. Ne? Du hast dann Elbenmodelle, die du als Menschen benutzt, also quasi Proxys. Ja, aber trotzdem hast du keine Modelle mit Speer. Ja. Also, das ist sowas wird es, glaube ich, heute auch nicht mehr geben. So nach dem Motto, hier hast du ein Regelbuch und dieses Buch. Ich weiß nicht, ob man es einzeln kaufen konnte oder ob es das nur in der Starterbox. Das war nur in der Starterbox. Ja, dann macht es ja noch weniger Sinn. Nein, macht's nicht. Ja, meine ich ja, es macht keinen Sinn. Ja, nein, macht's nicht. Also für dich als Käufer macht das keinen Sinn. Ja, ja. Für den Games Workshop Verkäufer macht das Sinn. Weil der kann dir dann zu der Grundbox dann auch direkt noch zwei Blister-Schwerträger von Wunder verkaufen. Aber es ist schon hart, ganz ehrlich. Also das ist schon fies. Wenn du eine Box verkaufst und sagst, hier, da ist ein Szenario drin... Das erste Szenario in dem Regelbuch kannst du aber mit der Box nicht spielen. Ist doch. Das ja, aber so heute nicht mehr geben. Das. Ja, ja, aber sowas würde es heute nicht mehr geben. Heute wäre, hey, das ist das Szenario, damit kannst du mit der Box spielen, alles cool.
Szenario 2, 3, 4 auch noch und dann Szenario 5. Ja. Jetzt brauchst du noch die und die Modelle, kauf die da und da. Hm? Aber hier knallhart, ja, Pech gehabt, ne? Ja, das war Klassik. Es ist auch sehr schön, dass wir hier einfach Durchbruch nach Gondor haben. Eine Schar Menschen wird von einer zahlmäßig überlegenen Streitmacht Moria Goblins angegriffen, während sie nach der ersten Niederlage Saurons am Ende des zweiten Zeitalters unterwegs nach Hause ist. Okay. Das Szenario ist an die Geschehnisse an Isildurs Tod angelehnt, aber wir haben einige Details abgeändert. Wir haben zum Beispiel Isildur komplett rausgelassen, um ein für Einsteiger geeignetes Szenario zu schaffen. Geschenkt. Ja. Nächstes Ding, Wetterspitze. Das ist ein ganz schöner Sprung. Ja. Ja. Ist es? Ist es? Ja, und das ist dann Hobbits und Aragorn gegen Ringgeister, genau. Ja, aber das sind wiederum die Sachen, die einfach, finde ich, Herr der Ringe ausmachen, dass man halt diese Szenarien hatte, ja, diese Filmszenen mit, ja, wenigen Modellen. Aber ja, das war dann auch schon wieder, ne? Du hast das Regelbuch aus der Grundbox. Keine Chance, ja. Da kannst, ja, du nichts machen. Ja. Kannst du direkt hier die Gefährtenbox kaufen, mhm, und die ersten Ringgeister, die du dafür, ja, brauchst. Vorbieglich natürlich dann auch gleich die Ringgeisterbox. Die war auch mit Zinnbox, genau, mit, ja, einem Ringgeister. Mit Zinnbox, ja, und einem Ringgeister drin. Brutal. Ja, Mann. So war das. Genau. Ja, übrigens auch sehr krass, 2 Seiten Text, das ist irre viel, ja, für so ein Szenario. Also alle Sonderregeln für dieses Szenario, die wichtig sind. Bad ins Grab, der Klassiker, da war er schon drin, mhm, im allerersten Buch. Du warst in einem Games Workshop, du hast im Games Workshop gearbeitet. Wie oft in deinem Leben hast du Bad ins Grab gespielt? Ja. Ja. Weil mit der Box, die danach die Gefährten kam, also, nach Rücke des Königs kam, genau, Minen von Moria, ja, war das ja dann der neue Demo-Tisch. Ne? Richtig. Ja. Also ich habe das sehr oft gespielt, ich habe den Demo-Tisch sehr oft gespielt und ich habe auch für den Gamesday Khazad-dûm gebaut. Also sprich, das, ja, Grab, dann die Flucht durch die Hallen und anschließend die Brücke von Khazad-dûm. Brutal, ey, brutal, ja, ja. Und für alle 3 Abteile musste ich die Gefährten bemalen. Ja, gut, und, Gefährten, und die Moria-Goblins. Die Gefährten muss man mindestens 3-mal bemalt haben, sonst, ja, ist man kein richtiger Games Workshop Tabletop-Fan. Ja. Übrigens sehr geil, Bad ins Grab, wir reden hier von einem Tisch, 48 auf 48 Zoll. Ein 48 auf 48 Zoll Tisch nur von Bad ins Grab. Alter, das ist wirklich ein verdammt großer Tisch für so ein kleines Szenario. Oh ja. Wenn man sich überlegt, das ist, hier ist es so schön angegeben mit 112 auf 112 Zentimeter, was natürlich auch wieder nicht hinhaut. Ja. Aber wenn man sich überlegt, so ein Hobbit bewegt sich, was hatten wir vorhin geguckt? Gucken wir, gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Ich glaube 5 Zoll oder so bewegen ein sich. Ein Hobbit hat sich 10 Zentimeter bewegt. Das heißt, er braucht 10 Runden, um einmal über die ganze Platte zu laufen. Das ist mal, ja, das ist mal ordentlich, ne? Ja. Ja. Wir haben das Ganze natürlich dann nachher angepasst und auf knackige 24 mal 24, ja, Zoll verkleinert, ja, auch nicht, damit machen, das überhaupt auch mit dem Gelände hinkommt. Ja, ja, ja. 36 Moria Goblins, 3 Hauptleute und ein Höhlentroll gegen, ja, die Gefährten. Ja. Brutal, ja, gab es in 1000 Varianten. Bad ins Grab hat jeder, der mal Herr der Ringe Tabletop irgendwie gespielt hat, wird mindestens einmal in, ja, irgendeiner Form Bad ins Grab. Da hast du dann natürlich auch direkt wieder den Zinnhöhlentroll mitverkauft und die Zinnhauptmänner. Den gab es, genau, den Höhlentroll gab es in 2, der war ja auch aus Zinn, den gab es mit dem Hammer und mit einem Speer. Genau. Ja. Ja, Mensch, und dann geht's weiter. Brücke von Khazad-dûm. Jetzt wird's dann auch langsam echt interessant, weil. Jetzt muss man ordentlich die Mächte des Bösen, 24 Moria Goblins und ein Balrog. Das ist so. Jetzt let's go. Boom. Ja. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Haben wir hier jemanden überblättert? Wen? Wo ist denn eigentlich Sauron? Der ist da noch gar nicht drin. Der ist da noch gar nicht drin, aber das Modell gab es zu der Gefährtenzeit. Nee. Gab's doch. Diesen, nee, muss es doch gegeben, nee, haben, oder? Sauron gab es nicht in der grünen Box. Da liegst du völlig falsch. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich hätte jetzt echt gedacht, der wäre hier drin schon. Na gut, egal. Ja, die Szenarien, genau. Machen wir mal da weiter. Brücke von Khazad-dûm, okay. Flucht nach Lothlórien. Jetzt haben sie so ein bisschen den, genau, Drive, dass sie sagen, okay, und hier ist dann jetzt... die Geschichte wird so ein bisschen gemacht, ja, nachgespielt.
brutal große Spieltische. Wir haben hier Amon Hehn. Amon Hehn, das war ja dann, Boromir stirbt. Spoiler, Achtung. Ich glaube nicht. 20 Jahren. Ich glaube nicht mehr, ja. In 2022. Der Amon Hehn Spieltisch, der ist mal geschmeidige 72 auf 48 Zoll groß. Und ja. davon ist gut ein Viertel, ein Fünftel ist Fluss. Ja. Das heißt, du brauchst ja auch die Brote, ne, und so weiter, den Steg. Du brauchst die Amon-Hehn-Ruinen, du brauchst den Hügel, du brauchst den Wald, du brauchst die Boote, du brauchst den Steg. Und das auf einem 72 mal 48 Zoll großen Tisch. Das ist ein gigantischer Szenariotisch. Das ist ein gigantischer Tisch, ja. Ja. Damals war das noch der Punkt, dann, das musstest du alles selbst bauen. Games Workshop hat dir das nicht verkauft. Mhm. Weil diese Gegend, dieses Gelände, die Bäume und so weiter, das gab es alles nicht. Und hier haben wir dann, jetzt wird es lustig, was das Sammeln angeht. Wir haben nämlich dann hier die Guten, okay, sind wieder die Gefährten. Mhm. Und jetzt geht's los. 40 Uruk-hai und Lutz, 35 Uruk-hai tragen Schwerter und 5 besitzen Bögen. Die Uruk-hai zu der Zeit waren nicht die Isengard-Uruk-hai, die ihr noch aus Kunststoff kennt. Das waren auch Zinnmodelle. Das waren diese Scout-Uruk-hai, die es ja mittlerweile auch, Uruk-hai-Scouts, die es mittlerweile auch als Kunststoff gibt. Genau. Die waren damals aber noch aus Zinn. Mhm. Und der Blister war... ja, Mann, Alter. Das war ja ein Blister mit 3 Modellen. Vielleicht waren es 4, ich glaube, es waren aber 3 immer. 12 Euro oder sowas? 10 Euro? Ja, ich glaube 12,50 für 3. Hm. Alter, und dann 40 davon. Let's go. Zinn. Let's go. Vor allem das Fiese ist, es sind immer 3. Ja, ja, 3, klar. Das 6, funktioniert halt nicht. 9, das geht nicht 12. Auf. Du kaufst immer mehr. 40. Ah, ich habe 2 zu viel. So ein Mist. Boah, und da dieser Riesentisch. Ja. Ja. Und dann, finde ich sehr nett, Amon Hehn, das ist ja dann quasi der Showdown des Films. Genau. Und dann kommt das letzte Bündnis. Bumm. Die Schlacht des letzten Bündnisses, genau. Die eigentlich ja der Prolog ist. Ja. Und da bräuchtest du Sauron und den gab's dann auch. Ich möchte nur mal kurz erwähnen. Beteiligte, das letzte Bündnis. Hier lassen sie die Maßangaben komplett weg, was den Spieltisch angeht. Aber ich möchte mal kurz die beteiligten Modelle. Und wir reden hier noch von einem Skirmisher, wo man jedes einzelne Modell einzeln hat würfeln und kämpfen lassen. Das heißt, so wie es halt heute noch ist. Mhm. Auf der Seite der Guten stehen neben Gil-galad, Elendil, Isildur, Elrond, 24 Menschen mit Speeren aus Zinn, 24 Menschen mit Schwertern, okay, die gibt es aus Kunststoff, 24 Elben mit Zweihandschwertern gibt es aus Kunststoff und 24 Elben mit Bögen. Die Elben mit Speer wollten sie nicht. Egal. Auf der Seite des Bösen stehen 240 Orks. Alle Zinn? Alle Zinn. 60 mit Bögen, alle übrigen mit Schwertern oder Speeren. 8 Hauptleute der Orks führen die Streitmacht. Stimmt. Jetzt in dem Szenario muss ich, glaube ich, dir recht geben, da gab es noch keinen Sauron. Ja. Der war da noch nicht dabei. Den gab es noch nicht, richtig. 240 Orks, die sind selbst aus Kunststoff, wäre das heute der absolute Genickbruch für jeden. Ja, und damals war das aus Zinn und es gab Menschen, die kauften das. Das ist unglaublich, hey, ja. Ja. Und dazu dann natürlich... Aber das Witzige ist natürlich, die Vorarbeit hast du dann geleistet, ja. Das heißt, wenn du dann Sauron bekommen hast, musstest du die Orks schon mal nicht mehr bemalen. Also hast du... dir was Gutes getan. Ich finde es auch sehr schön, bei den Sonderregeln, die Schlacht findet statt, bevor Isildur den Ring an sich nimmt. Er darf ihn also noch nicht besitzen. Okay, ist ja wurscht. Aber der letzte Satz ist sehr, sehr schön. Jeder einzelne Spieler kann einen Teil der Armee übernehmen, was besonders für die Bösen von Vorteil ist, da das Bewegen von über 240 Modellen einiges an Zeit in Anspruch nehmen kann. Ach was. No shit, Sherlock. Und dann natürlich, wie man das kennt, das letzte Bündnis, so sah es aus, ne? Ja. Die grüne Wiese. Die grüne Wiese, richtig. Ja. Wir erinnern uns, Mordor, das grüne Land, dass die Orks gegen die bösen Menschen Eindringlinge verteidigen, genau. Ja, Mai. Gut. Ja. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Was es heute auch nicht mehr gibt, ne? Das, wie man Miniaturen zusammenbaut, entgratet, aus den Gussrahmen schneidet, bohrt, klebt. Ja, vor allem auch dieses schöne Bild, dass er erstmal hier den Gussrahmen wäscht. Ja. In einem Spülbecken. Natürlich. Mit Zeit, wo hier eine Macke abgebrochen ist. Keine Ahnung, ja. Ja, wie man die stiftet, wie man... Also wirklich, wow. Ja. Mhm. Das kriegst du heute so nicht mehr. Das ist brutal, ey. So, genau. Ja. Bemalende Miniaturen, da geht's los. Dieses Bild ist so großartig. Damit bin ich aufgewachsen. Wir haben hier so einen... furchtbar gruselig. Wir haben hier so einen Unterteller. Unterteller von so einem Kaffeeservice. Da wird die Mutter auch ziemlich sauer sein, dass man sich den geklaut hat. Man hat hier eine No-Name-Packung... Kleenex. Kleenex, genau.
schön mit Zeitung im Hintergrund, man will ja nichts versauen, ne? Ja, ja. Und irgendein ehemaliges Einmachglas, wo dann Wasser drin ist. Genau. Und dazu natürlich das die Gefährten Farbset. Die Gefährten Farbset und dann noch hier diese wunderschönen roten Pinsel, die dabei waren. Ja. Da gab es den Large Brush, den Base Coat Brush, den Standard Brush, den Detail Brush und den Fine Detail Brush. So viel hat sich da eigentlich gar nicht geändert, ne? Nee, das, ja, die Größen sind das gleiche geblieben. Das haben und wir auch sehr schön, Pflege der Pinsel und dann, das muss man eigentlich mal hier zeigen, dann noch dieses wunderschöne Bild von einem kaputten Pinsel, der seine besten Jahre hinter sich hat. Alt. Oder treu gedient. Nee, alt, aber treu gedient. Ausrufezeichen. Sprich, du hast ihn versaut. Sehr, sehr schön. Alt, aber treu gedient. Na, super. Ja, ja Mensch. Und dann auch bemalen der Miniaturen. Auch er hier sehr groß. Bemalen, mhm. Die typische Haltung eines Miniaturenmalers. Ne? Mhm. So, und dann, wow. Genau. Das ist übrigens die Einkaufsliste für Farben, mit der du dann später in den Laden gekommen bist und gesagt hast, die Farben möchte ich alle haben. Und ich möchte nur mal kurz erwähnen, hier oben steht zwar Citadel Tuschen, aber das sind nicht die Tuschen. Das sind nicht die Tuschen, die ihr vielleicht kennt. Das sind, hier steht es auch noch in Klammern, das sind Inks. Das ist was völlig anderes. Ja. Das ist viel höher pigmentiert, da ist kein Medium dabei. Das ist wirklich die durchsichtige pure Farbe. Das pure, ja, also der Hammer gewesen. Ich habe viel tatsächlich mit Chestnut Ink gearbeitet. Da war ja diese schöne Malanleitung. Ich weiß ja nicht, ob sie noch kommt. Aber ja. Nee, ich glaube nicht, dass sie noch kommt, aber... Ja, damals hat man Haut mit Chestnut Ink getuscht und sich gewundert, ja, warum die Leute so aussehen, als ob ihnen die Haut abgezogen wurde oder sie den schlimmsten Sonnenbrand ihres Lebens hatten. Ja. Und die hat gerochen. Oh je. Brutal. Oh, die hat gestunken. Ja, Chestnut hat gestunken. Ja. Ja. Farben, Blood Red war immer eine Katastrophe. Ja. Oder auch, wenn du sie geliefert bekommen hast, waren dann auf der, weil das waren ja noch die sechseckigen Töpfe mit Schraubverschluss. Ja, ja. Und die waren ja nicht hundertprozentig dicht. Mm. Modelle, furchtbar. Modelle grundieren, auch sehr schön hier. Der Föhn zum Trocknen. Der Föhn ja zum Trocknen. Ja, die wurden ja auch noch mit Pinsel bemalt, grundiert. Die wurden auch, ja, hier ist ja, hier ist ja dieses schöne Bild, wie man dann eben, also die war, man hat die Wahl, grundieren im Karton, auch sehr schön, das hier, ja, das ist alles noch sehr, also so wird es heute nicht mehr in den Büchern abgedruckt. Nee. Das ist einfach nicht mehr vorhanden, ne? Das ist halt ultra-klassik. Ja. Verwende sauberes Wasser, auch ganz wichtig, getrennt für Metallfarben und Nicht-Metallfarben. Das genau sind zwei Wasser, verschiedene Wasser. Wer macht das? Was? Für Metallfarben und Nicht-Metallfarben wirklich also zwei getrennte. Ich wechsle das Wasser einfach außen. Ja, aber das ist wirklich der, ja. Sagt mal, wer von euch macht das wirklich heute noch so? Aber damals, ja. Modelle grundieren, wie eine Farbpalette funktioniert, wie man Tageslichtglühbirne, es ist eigentlich schon alles vorhanden. Mischen von Farben. Ja. Das ist schon ein krasser Crashkurs. Ja. Furchtbar finde ich hier übrigens diese wundervollen Games Workshop Mischpapiere. Ja. Die da benutzt werden. Ich dachte, das wäre noch eine alte Fliese oder eine alte Kachel oder sowas. Ja. Ja. Aber auch dann hier Säubern der Palette. Dass man dann mit einem Spülschwamm seine Palette wieder säubert. Das wird abgedruckt. Das ist wichtig. Ja. Ja. Auftragen der Farbe. Ja, und dann werden tatsächlich so ein paar Grunddinge gezeigt, wie man Sachen aufträgt, wie man die Farben alles aufträgt. Allein das hier Grundfarbe, erste Schicht, zweite Schicht. Es sieht absolut gigantisch aus. So sah das nie aus. Ja. Ja. Ja, dann wie die Bases gemacht werden. Oh, sehr schön. Oh, was macht er denn da unten? Das ist doch wohl der Klassiker. Also bitte, das muss man können und kennen. Ja? Goblin-grüne Base, ganz wichtig. Goblin-green als Base. Ja. Aber was macht er hier unten? Wir müssen das mal... Grünes Flock. Grünes, ja genau, Goblin-green, grünes Flock und dann einfach durchziehen und fertig. Ja. Der Traum. Mhm. Ja, also jeder andere Hobbyist, der bei gesundem Menschenverstand ist, würde sich wahrscheinlich heute darüber erbrechen. Ja. Ich habe das auch. Nee, ich habe sogar Uhu, habe ich. Uhu auf die Base geschmiert und dann durchs Gras gezogen. Damit dieses Gras dann auch noch so schön porös wird und wie Papier abbricht. Ja, es klebt da auch einfach fest dran und glänzt da halt wie Speckschwarte. Ja. Elektrostatisches Gras oder statisches Gras. Also es ist wirklich... Dieser ganze Bereich hinten, das ist eigentlich so ein kompletter Guide, wie man Tabletop macht. Da kommt noch viel, also so Hobby-Sachen. Es geht nämlich noch weiter. Ja. Umbauten. Genau, wie baue ich mir den Elbenhauptmann? Ja, wie baue ich den Elbenhauptmann? Ja, geil, stimmt. Wie kriege ich einen Elben mit Standarte und lauter so Sachen? Wahnsinn, mit dieser Säge. Und, ja, eine Laubsäge.
den Kopf absägen von einem von Elrond und von einem Elbenkrieger. Wie man Banner und Standarten herstellt, noch mit einem Messing. Hier, schneide bei dem Ork den Hammer ab, bohre da durch, stecken mit Messingstäbchen durch, mach mit dem Papier eine Standarte, bemaße, Ende Peng. Let's go. Sehr, sehr, sehr geil. Ja. Und natürlich, wie baue ich einen Spieltisch? Und natürlich Geländebau, da haben wir übrigens wieder die beiden Experten. Ne? Er guckt jetzt, warte mal, er guckt nicht mehr so, oder? Ja, er ist nicht mehr ganz so happy, meinst du? Da freut er sich noch, da ist er alles, da ist super, da hat er noch seinen Spaß. Ja, so sieht er dann aus nach 4 Stunden. Und hier merkt er, es läuft nicht mehr so. Ja, okay, blöd. Und er freut sich dafür umso mehr. Ich mach dich jetzt fertig, das war's. Aragorn geht jetzt ins Finale. Aragorn geht baden, ja. Oh, sehr schön. Islandmoos als Gebüsche. Ja. Ganz, ganz wichtig. Die Bücher unter der Grasmatte. Die Bücher unter der Grasmatte als Hügel. Mhm. Ja. Wer hätte es nicht, gemacht? Ultra stabil. Ja. Ist auch gar nicht immer umgefallen darauf. Die Redewendung käufliches Gelände finde ich irgendwie merkwürdig. Dieses Gelände ist käuflich. Es ist doch auf deiner Seite. Du hast es doch bezahlt. Das ist käufliches Gelände. Sehr geil. Ja. Ah, sehr, 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 sehr schön. Ja, und dann geht es wirklich, das ist brutal. Also, wie Bäume macht, wie man aus Draht Bäume macht. Ja, Blumendraht, schön drehen, flechten, Ästchen ab. Nochmal drehen, Ästchen, noch mehr Ästchen. Ich habe mal 54 oder 60 super. Stück von diesen Dingern geflochten. Wie man bei einem Besen, hier, da kannst du Mutters Besen oder Omas Besen mit der Schere abschneiden und dann da hochstehendes Gras oder ähnliches machen. Die fanden das bestimmt auch total super, die Idee. Ja. Auch hier so Mauern oder Ruinen dann aus Steinen, die man sich dann irgendwo Kiesel oder ähnliches, dass man sich dann eben in der Natur besorgt. Genau, und das dann zusammenleimt. Bemalt. Das waren dann immer diese Mauern, die so unglaublich schwer waren. Dann hast du gewusst, oh Gott, da hat jemand tatsächlich das Richtige. Ja. Ja, und dann dieser geile Spieltisch, aber den habe ich schon gemocht. Den fand ich schon sehr geil. Ja, ist optisch auf alle Fälle geil, aber bis der fertig ist, fun. Da hat man ja diese Grasmatte dann auf die Platte geleimt. Genau, und die Bäume alle geflochten. Ja, und das hier um die Ecke. Also das ist schon ein krasser Tisch. Da gab es auch, zu dem Tisch gab es auch in dem White Dwarf einen Spielbericht, wo die ganzen Moria-Orks aus den Höhlen kommen. Den habe ich sehr, sehr gerne mir angeguckt. Auch diese Fotos hier, wo man einfach nur die Hände irgendwie sieht, die Dinge machen. Ja. Sehr, sehr geil. Wenn man allein diese. Der Rohbau. Der Rohbau, ja, dieses kleine Foto vom Rohbau, das sind 20 Jahre her. Es sieht aus wie, keine Ahnung, noch von vor dem Krieg. Oh, das passt sogar. Ja. Dann der nächste Spieltisch, die Wetterspitze, weil ein Spieltisch reicht ja nicht. Da baut man gleich den nächsten. Wir haben ja Platz. Da hast du dann die Wetterspitze gebaut. Ist die Wetterspitze wirklich hier selbst von Hand gebaut? Die ist damals von Hand gebaut worden, ja. Boah, bevor die ist von Hand, musste man von Hand bauen, bevor Forge World die dann rausgebracht hat. Und die Bauanleitung zur Wetterspitze war im White Dwarf. Total, ey. Und dann die nächsten Spieltische. Den wollte ich immer nachbauen mit dieser Furt in der Mitte. Mhm. Mit dem Modellbauwasser. Da erinnere ich mich noch. Und auch hier, es ist immer grün. Immer diese grüne Ebene, gell? Ja, natürlich. Total. Das ist halt diese grüne Grasmatte, die du irgendwie beim Tapezieren dann nachher aufgeleimt hast. Und dann konntest du da reinschneiden, das verarbeiten. Ja. Und das ist dann wirklich, also da wird noch gesprochen hier mit Polystyrol arbeiten, mit einem Schneider arbeiten und so weiter. Heutzutage ist es ja bei GW, du hast ja alles quasi aus einer Hand, du hast das Gelände, die Spieltische, alles aus einem. Da ist auch nichts mehr mit Schnitzen und Verleimen und Ausgraben und Löcher bohren und das ist noch Urschlamm, auch sehr schön. Wie man aber bis heute gibt es keine Platte mit einem Fluss drauf. Ich glaube, du hast recht. Ja, und dann, nachdem man jetzt seine Tische gebaut hat, kommt jetzt eine sehr geile Doppelseite, das Tabletop-Hobby. So sieht es dann auf dem Games Day aus? So sah es damals auf dem Games Day aus. Games Day 2000, hier in Birmingham. Ich war 2017 war ich ja in Birmingham und ich war auch einmal in Birmingham und danach dachte ich mir, oh, was ein Glück, gehe ich dann wieder hin. Es war noch zu meiner Mitarbeiterzeit. Es war ein großartiges Erlebnis, wenn man bedenkt, dass das Ganze eine riesige Eishockey-Arena ist. Mhm. Man kann sich das Sound, also den Klangvolumen darin... Ja, brutal wahrscheinlich, ja. Das sind, keine Ahnung, 15.000 Hobbyisten. Man erkennt es, ich halte es mal näher ran trotzdem noch. Ist das nicht der Space Marine, der lange Zeit vor... Kann das sein?
Nee. Der vor dir steht, den schaffen die da nicht hin, weil das ist eine Bronzestatue. Wir sehen eine Sache, die uns noch auffällt auf diesem Foto. Wir sind ungefähr bei 99,9% männlichen Publikum. Übrigens sehr schön finde ich hier diese nette Internet. Achtung, Internet, Neuland. Mehr über Der Herr der Ringe und andere Spiele von Games Workshop erfährst du auf Games Workshops Internetseite unter www.games-workshop.com. In Klammern, hier befindet sich auch ein Link zur deutschen Seite, Klammer zu. Man musste auf die Com-Seite gehen, um dann die deutsche Seite sich angucken zu können. Yippie! Ja, hier findest du Anmerkungen und Interviews mit den Spiel- und Miniaturendesignern, Tipps zum Zusammenbau und Bemalen deiner Modelle. Ah, ein Traum. Großartig. Ja, Mai, und dann, genau, hier ist die Box. Ja, Battle Games in the World of Middle-Earth. Das war die Box, aus der das Regelbuch dann schließlich rauskam. Mhm. Und dann waren das die ersten Schachteln, die dann... Nun natürlich hier auf den Hobby-Support im White Dwarf hingewiesen. Damals war ja noch eine ganz spannende Sache, die man zum White Dwarf noch sagen kann. Der Herr-der-Ringe-Teil war immer auf der Rückseite des White Dwarf. Und spiegelverkehrt, das heißt, du... Warum? Du musstest, wenn du den Herr-der-Ringe-Teil lesen wolltest, man hat es auch aus dem Grund gemacht, weil man ja im Zeitschriftenhandel sollte man ja die Herr-der-Ringe-Seite nach oben legen, während man im Games Workshop-Fachhandel sollte man den White Dwarf normal hinlegen. Da hat er sein 40k, sein Warhammer Fantasy-Cover gehabt. Ja. Aber auf der Rückseite war immer nochmal ein Herr-der-Ringe-Cover. Und dann war das halt, dass man den White Dwarf, den Herr-der-Ringe-Teil von der anderen Seite lesen musste. Genau. Und es war auch immer schön die Hälfte-Hälfte. Es war noch nicht mal die Hälfte. Lass es ein Drittel Herr der Ringe sein. Also, das war damals schon stiefmütterlich, das Spielsystem. Die Leute haben es gehasst. Ja. Und dann hier nochmal die Mailorder. Die Telefonnummer können wir eigentlich mal anrufen. Das war die Telefonnummer der deutschen Mailorder. Ich glaube nicht, dass die noch funktioniert. Bei der Mailorder bestellen. Anleitung. Sag ihnen, was du gerne hättest. Lehn dich zurück und entspann dich. Entspann dich! Das lässt jetzt reich für Inspiration. Unabhängige Einzelhändler, das sind noch die Games Workshop-Läden. Herrje, aus der Zeit, als die Läden so innen rot waren, das war roter Teppich, oder? Ja. An den Wänden. Roter Teppich an den Wänden und dann... Und am Boden. Das auch, ach du meine Güte. Und dazwischen war das getrennt von einer weißen Line-Wall, wo dann die ganzen Dinger drin hangen. Total, ja. Das war und Teppich in einem Geschäft... das von Jugendlichen und Kindern besucht wird, ist eine furchtbare Idee. Ja, ich kann mir vorstellen, das riecht nach einiger Zeit bestimmt ganz angenehm. Ja. Das ist unwahrscheinlich. Milben über Milben. Oh, ja. Vor allem der Maltisch, den hast du am besten nie bewegt. Ja, stimmt, weil da war ja alles wahrscheinlich eingesaut in irgendeiner Form. Um den Maltisch herum war alles dreckig und dann da, wo der Maltisch stand, das waren ja noch diese sechseckigen Platten mit den vier angenagelten Stühlen. Mhm. Da hätte nur noch die Kette gefehlt, dass derjenige, der da sitzt, sich nicht mehr davon wegbewegt. sehr geil. Weil du hast dieses Sechseck dann immer an der sauberen Stelle gehabt. Nee, also Teppich war eine saudumme Idee. So, Mensch, und dann haben wir hier zum Abschluss nochmal, naja, es ist eigentlich kein Spielbericht, aber jetzt kommen wir zum grünen Abschluss, zum Ende, jetzt kommen wir nämlich zum Armeebogen und wir haben ja gesagt, der ist komplex, der Armeebogen von Herr der Ringe war nicht einfach. Der Cliffhanger. Sehr schön, darf zum persönlichen Gebrauch kopiert werden. Ach, weißt du was? Das kann ich auch gerade so irgendwie mir auf dem Carbon-Block schreiben. Genau. Das muss ich mir nicht zum persönlichen Gebrauch kopieren. Die eine Zeile kann ich mir auch gerade noch selbst hinschreiben oder ich lasse es weg. Genau. Alter, noch nicht mal Punktewerte. Du kannst noch nicht mal hier, die Punktewerte habe ich dann hier an den Rand geschrieben, damit ich dann hier unten das machen konnte. Du hast den tatsächlich benutzt? Ja. Klar, hallo? Ich durfte es ja kopieren zum persönlichen Gebrauch. Und es geht noch weiter. Ein FAQ, Anmerkung der Designer. Genau, das konnte man auch online lesen. Oh, und nochmal die Spielregeln auf einen Blick. Also es ist ein krasses Regelwerk. Ja. Und nochmal die Tabellen und dann die Adresse der Games Workshop-Läden. Ja. Wiesbaden ist da noch gar nicht drin. Ne? Ich glaube nicht. Ja. Da fehlt noch die Adresse von Wiesbaden. Nee, da sind viele nicht drin. Demnächst erhältlich, da sind auch schon die nächsten Boxen gegeben. Ja, und damit endet unser erstes Durchblättern vom Herr der Ringe, die Gefährtenbuch. Ja. 20 Jahre ist das Regelwerk alt. Es gibt mittlerweile so viele weitere Editionen. Oh ja. Es ist echt irre. Und ihr seht, was sich da alles getan hat, was sich da geändert hat. Und wir sind auch schon ziemlich gut in der Zeit.
Oh, ja. Mal sehen, ob die anderen dann auch ähnlich lang und ausführlich werden. Das war unser erstes Retro-Archiv, Retro-Rückblick. Wir überlegen uns noch einen Namen, ne? Genau, wir suchen noch was aus. Ja. Und vielen, vielen Dank erstmal für diese Leihgabe. Das haben wir ausgeliehen bekommen, das Regelwerk. Wenn ihr uns auch was ausleihen wollt, meldet euch, gebt Bescheid. Wir haben schon ein paar echt spannende Sachen, die wir in nächster Zeit uns mal angucken werden. Können aber mit Sicherheit noch für viele weitere Episoden was brauchen. Genau. Jo, das war's für dieses Mal. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und besucht unser Instagram, unser Facebook und die anderen Social Medias. Danke. Sie Zeugs da. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.